So, herzlich willkommen zu der ersten Folge von Let's Play Pokémon. Wollen wir doch mal loslegen. Keine Infos mehr. Das hier ist übrigens die herz-goldene Version. Ein schönes GBA-Spiel von früher. Okay, da ist er auch schon. Ich denke, die kennt jeder. Der Pokémon kennt, kennt Professor Eich. Da stellt er sich auch schon vor. Bla bla, Mr. Freeman. Ich meine, Mr. Eich. Professor. So, ja, okay. Junge? Junge? Du bist also ein Junge? Ja. Verrät's mal, ja. Namen. Ach, da haben wir uns auch noch verschrieben. SK. Was ist denn SK hier? So. Und reichen. Drücken wir hier Start und. Okay. Ja, wir sind SK. Kleine Anekdote aus meiner Pokémon-Vergangenheit. Das erste Spiel, was ich davon hatte, war die rote Version. Und da habe ich 2 Stunden als Kind nicht gepeilt, dass wenn man hier auf so eine Fußmatte läuft, man ins nächste Zimmer bzw. rauskommt oder wo auch immer. Da haben wir die Lyra verpasst. Die holen wir bestimmt noch ein. Der gute Professor, der wohnt gleich nebenan. Da haben wir auch schon unsere ersten Sachen bekommen. Rucksack, Info über uns als Spieler. Sicher eine Speicherfunktion. Speichern sollte man immer. So, grundsätzliche Sache zu meinen Let's Plays. Pro Folge werde ich ca. 15 Minuten veranschlagen. Okay. Cool, es ist Nacht, da es jetzt gerade 20 Uhr ist, ist es hier schon dunkel. Und was ist das? Eine Blaumaus. Also ich finde den Sound generell bei Pokémon immer schon sehr schön. So eine richtige Dudelmelodie, die man auch nach 10 Jahren dann als Erwachsener noch im Kopf hat und an frühere Zeiten erinnert wird. So, okay. Das sieht aus wie ein Labor. Oh, sind wir richtig. Da ist der Professor. Okay, jetzt sagt uns etwas über Freundschaft von Pokémon, das kennen wir ja schon. Pokémon sind unsere besten Freunde, wir sind ABF. So. Jetzt dürfen wir uns gleich klassisch wie in jeder Edition 1 von 3 Starter-Viechern aussuchen. Wird wahrscheinlich eins Feuer, eins Wasser und eins Pflanze geben. Letztendlich eins für diese Viecher. Oh, sehr schön, der untere Monitor zeigt dann von diesem schönen Remake.
Also es ist ein Remake der Goldenen Edition. Ursprünglich kam sie ja für den Game Boy Color. Das ist jetzt ein Remake für den GBA bzw. DGS. So, welches nehmen wir denn mal? Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier einen Cut. Schreibt mir doch in die Kommentare, welches Pokémon ich nehmen sollte. Also bis zur nächsten Folge.